Liebe Freunde, Sie kennen ja sicherlich den Spruch, wer nichts wird, wird wird oder Schuster, bleib bei deinen Leisten. Was hat das jetzt mit Günther Jauch zu tun? Sie wollen mehr wissen? Jetzt geht's los. Ja, liebe Freunde, es ist manchmal ein bisschen problematisch, neben seiner eigentlichen Berufstätigkeit noch eine andere Branche, da sein Geld zu investieren. Haben Sie denn gewusst, Günther Jauch hat in Potsdam ein Restaurant geführt oder sagen wir investiert? Und ich zeige Ihnen mal hier einen kleinen Ausschnitt aus der Gala. Schauen Sie mal. Da heißt es, Günther Jauch erschließt sein Restaurant. Günther Jauch und Tim Rauer eröffneten vor etwa 5 Jahren in Potsdam ein Restaurant. Jetzt muss die Villa Kellermann ihre Türen schließen. Ja, sie muss schließen. Günther Jauch hat es ja zusammen mit dem Sternekoch Tim Raue eröffnet und zwar 2019. Und so wie es heißt, ich war da selber auch bisher nicht drin, sollte schnell zu einer Adresse für Feinschmecker geworden sein. Die Villa Kellermann schließt aber nun. Auf der Webseite Spitzenrestaurant heißt es, gerne nehmen wir Ihre Reservierung bis zum 21.06.2024 entgegen. Danach wird die Villa Kellermann aus betrieblichen Gründen geschlossen. Angeblich war der Laden ja immer total zum Brummen voll. Ja, ging immer nur mit Reservierungen. Wieso das so ist, weiß ich nicht. Aber wir gucken mal. Günther Jauchs Villa Kellermann wird wie gesagt dicht gemacht und es wird begründet, dass stark gestiegene Betriebskosten und eine angespannte Personalsituation dafür verantwortlich sind. Auch Corona. Gut. Wir sehen uns vielleicht mal, damit wir einen Eindruck gewinnen können, woran das vielleicht liegen könnte, einmal die Website der Villa Kellermann an. Schauen Sie mal, Leute. Das hier ist eins der Speiseräume hier auch. Wobei ich sagen muss, gut, die geschmacklichen Vorlieben sind sicherlich unterschiedlich. Aber wenn ich mir hier so die Stühle ansehe, die Einrichtung, die Bezüge, das ist zwar alles durchaus sehr farbenfroh. Es erinnert mich aber eher an so eine DDR-Kombinatsküche in den späten 70ern. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber das haut mich hier alles nicht so vom Hocker. Vielleicht liegt es daran, wenn man schon ein bisschen mehr fürs Essen bezahlt, erwartet man vielleicht noch ein etwas netteres Ambiente. Also gehen wir mal weiter runter, sehen uns nochmal an, was hier so zu bieten ist. Ja, typisches Servieren in einem für nobel gehaltenen Restaurant. Das kennen wir alles. Klitzekleine Mengen auf einem großen Teller. Gut, gehen wir mal weiter. Jetzt schauen wir uns doch mal an, was es da so zu essen gibt. Es gibt hier ein Vier-Gänge-Menü. Spargel, Rinderzunge, süß, sauber. Kapern, Zwiebel. Räucheraal, 25 Teiche, ja, irgendwie muss man es ja bezeichnen, und Kartoffeln. Also ein Vier-Gänge-Menü und dann 98 pro Person ohne Zwischengang 78. Die Preise gehen, sind aber eigentlich auch schon eher im oberen Bereich für ein, ja, also wenn ich mir die Karte ansehe, ist das eher so ein Mittelklasse-Restaurant. Gucken wir mal weiter. Kopfsalat. Ja gut, ich kenne Restaurants. Es gab mal einen Erbprinz, oder gibt ihn immer noch in Baden-Baden. Der ist schon so teuer, da fangen sie an zu weinen. So schlimm ist das nicht. Trotzdem finde ich einen Kopfsalat für 18 Euro schon heftig. Spargelcremesüppchen für 17. Hauptgerichte. Hühnerfrikassee für 2 Personen, 68 Euro. Ich weiß nicht, ob das noch in der Form angemessen ist. Sicherlich zahlen Sie dann auch für den Namen der Hütte da und dass ja auch der Inhaber ist, aber davon kann ich mir auch nichts kaufen, wenn Herr Jauch der Besitzer ist. Also ich weiß also nicht unbedingt wirklich, ob das insgesamt so die richtige Wahl war. Und Königsberger Klopse, 28 Euro. Ich habe hier jetzt mal einen Tester gelesen, einen Testbericht, der sagte, das seien keine Klopse, das seien klitzekleine Klöpschen. Jetzt kommt es auch, Wiener Schnitzel, 38 Euro. Und dann mit Hollandaise serviert. Also tut mir leid, ich glaube auch nicht unbedingt, dass man ein Wiener Schnitzel in absoluten hochklassigen Restaurants vorfindet. Kabeljau geht vielleicht auch noch. Jetzt kommen wir mal zum vegetarischen Teil. Kopfsalat, 18. Sellerieklopse.
25. Also ich weiß nicht wirklich, ob der das da alles richtig gemacht hat. Joghurt muss, Käse vom Wagen, ja, von was soll da sonst kommen? Windbeutel 15. Ich glaube, für hier so ein eher doch recht konservatives Hausmannskostessen sind die Preise einfach zu hoch. Und für wirkliche, wirkliche Spitzengastronomie hat er möglicherweise die falsche Produktpalette. Also ich kenne Spitzenrestaurants, auch Sternerestaurants, wie kommen wir nochmal auf die Ausgestaltung zurück, die also doch erheblich ansprechender aussehen. Und ich glaube, trotz des guten Kochs, den er am Anfang hatte, eben sein Kompagnon, der im Übrigen letztes oder vorletztes Jahr dann verduftet ist, also wie würden Sie das denn einschätzen? Lassen Sie mir doch einfach mal ein paar Kommentare unten. Und ja, wenn Sie selber schon mal da gewesen sein sollten, wäre ich natürlich auch für eine Beschreibung oder eine Beschreibung, wie das Essen war, wie die Atmosphäre war und wie Sie sich bedient gefühlt haben, wie Sie das so empfunden haben. Jedenfalls, wenn ich mir das hier ansehe, muss ich sagen, lieber Gunther Jauch, die Idee zu einem Ausflug, einmal Wirt zu werden oder Restaurantbesitzer, war sicherlich keine so großartige Idee. Viele andere Prominente sind damit auch gescheitert. Ich glaube, den Laden gibt es auch nicht mehr. Von Schwarzenegger und Sylvester Stallone haben wir das, die beiden zusammen, die irgendwie in der Restaurantkette aufgezogen haben. Planet Hollywood, die ist ja wohl, glaube ich, auch ganz grandios gescheitert. Ist also immer ein bisschen problematisch, wenn Fachfremde irgendwo einsteigen und nun glauben, sie könnten da im Gastronomiebereich großartig Geschäfte machen. Und ja, ich müsste mal auch mal erfragen, wer den Laden hier eingerichtet hat. Also ich weiß es nicht, aber na gut. Also liebe Freunde, gucken Sie wie bisher, wer wird Millionär? Da ist Herr Jauch sicherlich etwas sattelfester als hier in diesem Bereich. Und ja, das würde ich sagen, ist es mal für heute. Und bitte nochmal, wenn Sie schon mal da waren, kommentieren Sie bitte und geben mir ein Feedback. Vielleicht macht ja Jauch erneut ein Restaurant in diesem Haus auf. Soweit ich gehört habe, hat er das Haus für mehrere Millionen sanieren müssen. Es war also eine ziemlich heruntergekommene Bude. Und ob sich diese Investition dann letztendlich gelohnt hat, das ist noch stark zu bezweifeln. Aber gut, mit Herrn Jauch trifft es ja keinen Armen. Der kann das sicherlich verschmerzen. Und es gibt sicherlich auch genügend andere schöne Restaurants in Potsdam. Insofern müssen wir uns da nicht bange sein, dass Sie da in Zukunft nichts mehr zu essen haben. Aber das war es jetzt wirklich soweit für zu Hause. Bis dann, bis zum nächsten Video.